Ja, willkommen zur Pressekonferenz nach diesem Spiel gegen Fortuna Köln. Ich stand 0-2. Das ist bei der Trainer überwiesen, seine Einschätzung. Ja, vielen Dank und schönen guten Tag. Machen wir heute nicht gut. Ja, ich glaube, als allererstes darf ich natürlich meiner Erleichterung Ausdruck zum Ausdruck bringen, dass wir heute, glaube ich, den Block schon ein Stück weit umgestoßen haben. Wir sind ja als Tabellenletzter angereist und es war für uns in den letzten Wochen keine einfache Situation. Nicht nur, weil die Ergebnisse als solche nicht gestimmt haben, weil wir einige Nackenschläge hinnehmen mussten, sondern weil wir vor allen Dingen eben sehr, sehr deutlich in einigen Spielen unterlegen waren. Deswegen zunächst einmal ein Kompliment an meine Mannschaft. Ich habe uns heute auch durch die Umstellungen von der ersten Minute an sehr ballsicher gesehen. Ich glaube, das war insgesamt ein sehr, sehr mutiger Auftritt, vielleicht gar nicht so Fortuna-like. Man kennt uns ja eigentlich primär als eine Mannschaft, die sehr, sehr viel mit langen Bällen operiert, die sehr, sehr zielstrebig operiert. Heute haben wir tatsächlich auch vernünftige Ballzirkulationen gehabt, was mit Sicherheit der Tatsache geschuldet ist, dass wir zum einen an den Flügeln mit Michael Kessel und Hamdi Damani ballsichere Spieler heute aufgestellt haben, nicht diese linearen. Und was natürlich in allererster Linie damit zusammenhängt, dass uns Christopher Andersen jetzt endlich wieder zur Verfügung steht. Mit ihm verändert sich unser Spiel, weil er einfach einer der absoluten Topspieler in dieser Liga ist. Und das merkt man allein am Punkteschnitt, den wir mit ihm haben. Das Einzelne ist natürlich dann auch zum richtigen Zeitpunkt für uns gefallen. Und wie es eben in Fußballspielen so häufig ist, das würde Christian jetzt nicht begeistern. Dann ist es natürlich so, dass Entscheidungen, schiedsrichter Entscheidungen ein Stück weit auch Einfluss auf ein Spiel nehmen. Ob die jetzt richtig sind oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber Tatsache war natürlich, dass wir mit der 1-0 Führung und einer 11 gegen 10 Überzahl natürlich schon irgendwo strategisch in der günstigen Position waren. Ich habe dann meiner Mannschaft gesagt, dass wir in der zweiten Halbzeit das Spiel eben so angehen müssen, als sei es weiterhin 11 gegen 11. Ich glaube, in Summe hat die Mannschaft eine ganz ordentliche Mischung gefunden. Auf der einen Seite aus zielstrebigem Spiel, so wie beim 2-0, auf der anderen Seite an wirklich nur rein ballhaltenden Aktionen und die Zeit herunterzuspielen. Man muss sich unsere Situation ein Stück weit logischerweise da auch vor Augen halten. Da hast du was zu verlieren, was du einfach nicht abgeben willst. Deswegen wollten wir nicht zwingend etwas zur Attraktivität des Spiels beitragen, sondern nur diese drei Punkte sichern. Mit dem 2-0, glaube ich, war das Ding dann auch für uns durch. Wir haben Standardsituationen über das gesamte Spiel über sehr, sehr gut verteidigt. Wir hatten auch bis zur roten Karte so keine hundertprozentig klare Aktion der Erfurter zu verteidigen. Insofern war das heute für mich ein natürlich guter Auftritt, ein Auftritt, der auch ein Stück weit unter diesem Aspekt stand, die Nerven zu behalten, den Glauben an die Sache zu bewahren. Und da haben wir, glaube ich, heute einen ganz guten Job gemacht und haben zumindest wieder Anschluss an die Plätze, die irgendwo für uns rettend sind. Vielen Dank. Dass du eine ordentliche Mannschaft im Tor bist und dann selber der Trainer bist, das hatte sich zuvor schon das einfach umgesprochen. Das wusste ich ja, dass auch den Kopf in den Sand stecken würde, das nach 6 oder 7 Wochen spielen. Ich wollte mir natürlich ein bisschen traurig, Christian, dann geht es rüber zu dir, dass wir dieses Spiel vielleicht auch in der Art verloren haben, wie es abgegangen ist. Ja, vorab möchte ich Professor Köln herzlich willkommen zu den Punkten hier sagen. Ich denke, dass die Ausgangsposition eigentlich klar war. Und wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir hier auf den nächsten Heimsieg landen. Das ist leider nicht gelungen, weil wir, das ist der ausschließliche Ansatz, den ich finde, unsere Leistung bewerten. Und diese Leistung war nicht ausreichend heute. Ich glaube, dass wir uns sehr, sehr wenig Torchancen gespielt haben. Ich glaube, dass wir viele Fehlpässe gespielt haben. Ich glaube, dass wir die entscheidende 50-50-Situation nicht für uns entschieden haben. Und dann kommt es immer halt auch eine Niederlage. Das ist natürlich. Ich war es angewöhnt, die Schiedsrichterentscheidung dann Einfluss auf das Spiel nimmt, das ist ja immer so, aber wenn man dann im Unterzahl spielt, in der zweiten Halbzeit haben wir uns dann vorgenommen, natürlich weniger Ballbesitz mehr auf Konter, als Sebastian Zimmer ja dann anzuspielen, wenn wir die tiefe Ballerung haben. Das ist uns teilweise gelungen. Aber entscheidende Torchancen haben wir uns dadurch auch nicht ausgespielt. Ich finde, wir haben unheimlich viele Standardsituationen, die wir nicht gut ausgespielt haben. Da haben wir uns mehr erwünscht und erhofft. Und mit dem zweiten, glaube ich, was dann entschieden. Ich war sicherlich dann gefragt, ob das abseits war oder nicht. Ich glaube ja. Aber das werden wir dann nachher nochmal sehen. Und wie schnell es in der Liga gehen kann, das haben wir jetzt auch gesehen. Jetzt haben wir hier zu Hause in den Tabellenletzten verloren. Jetzt haben wir eine schwierige Auswärtsaufgabe mit einem fehlenden Carsten Kammer, mit einem fehlenden Sebastian Thaler. Es ist wichtig, dass wir gute Reaktionen zeigen auf dieses Spiel. Und der Ansatz von der ist, dass wir keine gute Leistung haben, sondern das. Das, was stehen bleibt, von daher wünsche ich alles Gute für die weitere Serie und bin nach Hause gegangen, wenn wir das in die Spiele sehen. Danke, Christian. Welche Fragen Sie? Christian, kannst du was zu deinem Runterstellen auf der Tribüne sagen?
Nein, weil ich den Grund gar nicht kenne. Von daher muss ich mal da mal die schriftliche Begründung abfragen und dann kann ich dann nicht mehr lesen. Dann ist dir irgendwie eine Äußerung gefallen von dir, oder? Also, nochmal nein. Ich glaube, dass ich nachgefragt habe, ob es aus seiner Position abseits war. Das war nein. Und das muss man gucken, was daraus gemacht wird. Ich bin mir da tatsächlich keiner schon bewusst. Ich bin ja seit 14 Jahren Trainer und bin das erste Mal runtergeflogen, wenn man anfangen, was da geschrieben steht. Eine Frage vom Stehplatz. Ja, Christian, rote Karte für Carsten Kamnos. Ich weiß nicht, kann man ihn von der Seitenlinie da vielleicht auch mal ein bisschen zurückhalten? Er hat immer einige Minuten vorher schon heftige Diskussionen gehabt mit dem Schiedsrichter. Hat vier gelbe Karten, war da auch gefährdet. Die Frage noch jetzt, wie ich die rote Karte bewerte? Nee, ob man Carsten Kamnos einfach mal als Trainer zur Seite nimmt. Einfach. Eine Situation. Ja, die Situation werden wir natürlich nachbesprechen, das ist ja völlig klar. Und ich gebe Ihnen recht, dass er im Vorfeld ein, zwei Situationen hatte. Die werden wir jetzt im Nachgang nochmal miteinander durchsprechen. Fakt ist, dass die rote Karte da war. Fakt ist, dass wir die zweite Halbzeit in der Unterzahl gespielt haben. Wir haben es versucht hinzunehmen und damit umzugehen. Das ist uns leider nicht gelungen. Und im Nachgang werden wir jetzt in einem Spiel auf jeden Fall verzichten müssen. Das werden wir natürlich nochmal besprechen. Im Spiel ist das schwierig, auf den Spieler Einfluss zu nehmen. Natürlich hat man Blickkontakt. Natürlich gibt man auch nochmal eine Anweisung. Aber es ist dann immer schwierig, im Spiel dann auch Einfluss zu nehmen. Eine Bitte hätte ich noch an den Verein, vielleicht auch an den Pressesprecher, dass man sich nochmal explizit gegen alle rassistischen Vorwürfe distanziert, die heute leider auf den Haupttribünen gekommen sind, mehrfach. Wir werden uns das nochmal anhören, auf Video und mahnen. Sportliche Fragen noch. Bitte schön. Sekunde, vielleicht für die Leute, die kaum mithören wollen. So. Julian Löschner hat sein Debüt gegeben, oder? Warst du zufrieden mit ihm beim Vormütze, als glaube ich, auch das Fallspiel bekommen? Ja, das ist auch ein Stück weit der Weg, den wir gehen wollen. Aber wir bleiben dass wir auch auf junge, talentierte Spieler setzen. Julian ist ein Spieler aus der eigenen 19. Der wird schon eine ganze Zeit bei uns sitzen. Er hat die letzten drei Monate eine tolle Entwicklung genommen. Er hat unheimlich fleißig trainiert. Er ist sehr, sehr aufmerksam. Ich glaube, dass er sich mit dem Startelfplatz verdient hat. Er hat das letzte Woche Landespokal auch ordentlich gemacht. Also in der ganzen Emotionalität geht vielleicht auch so ein Liga-Debüt von dem Jahrgang 96 unter. Ich finde, dass er so eine Sache sehr, sehr ordentlich gemacht hat. Es ist völlig klar, dass der Gegner die lange Welle auf ihn spielt, weil er neu ist. Und das hat er gut gemacht. Er hat sich da durchgesetzt. Und ich finde, dass er da noch ein ordentliches Debüt hat. In zweiter Rede gewann mit einer mythisch besten Trainer im Augenblick hier vorne, wie wir schon mitbekommen haben, der Liga. Und da hat eine Frage auch an Ruhe. Nicht der Fall. Ich darf mich anschließen, wo wir alles gut hier sind, bereit und nicht verloren. Es geht vielleicht auch ganz gut, weil ich dass ihr dabei bleibt. Und auch bei uns ist das nur ein Spiel, das wir verloren haben. Es geht weiter. Zum Beispiel gegen Formel Osnabrück. In Osnabrück nächste Woche auf den Fessentag. Wir müssen hier gegen die Stuttgarter Kickers. Schönes Wochenende. Ja, vielen Dank.